Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal die Basis einer guten Keyword-Analyse erläutern. Das setzt sich zusammen aus drei primären Aspekten. Das eine ist, dass Sie sich technisch in AdWords gut auskennen. Das heißt, Sie müssen wissen, welches Targeting können Sie damit machen, welche Steuerungsmechanismen bietet Ihnen AdWords. Das zweite ist, dass Sie Ihr Produkt gut kennen müssen. Das heißt, Sie brauchen ein technisches Verständnis von AdWords und gleichzeitig ein inhaltliches Verständnis von Ihrem Produkt und auch von den Keywords, die dort relevant sind. Und das dritte ist, dass Sie die Kundenbedürfnisse kennen müssen. Das heißt, auch die Kundenseite verstehen. Diese drei Elemente sind die Grundlage dafür, dass Sie in verschiedenen Kampagnen, Anzeigengruppen und Anzeigen denken können. Und dann über diese Basis, die Sie sich schaffen, über das technische Verständnis, das Verständnis zum Produkt und die Empathie zu Ihren Kunden, über die drei Mechanismen können Sie dann mit viel Kreativität eine sehr differenzierte AdWords-Kampagne gestalten. Und das ist die Basis, das ist die Grundlage für eine gute AdWords-Kampagne ist tatsächlich zum einen dieses Verständnis und zum anderen die Kreativität, die dann zum Tragen kommt, wenn man auf Basis dieses Wissens eben gestaltet.